herzlich willkommen zum wöchentlichen Rückblick und den Neuigkeiten zur Entwicklung über Star Citizen. Hier sind die Verse News. Die aktuelle Live-Version ist immer noch die 3.16.1 und die 3.17, das PTU, das ewige PTU, ist immer noch für alle Bäcker offen. Natürlich, wann das Ding live gehen wird, müssen wir einfach mal abwarten, aber ich denke mal, so lange kann es jetzt nicht mehr dauern. Bevor wir in die vergangene Woche der Star Citizen Themen einsteigen, zunächst die Kategorie kurz und knackig. Zunächst ein Programmhinweis für euren Lieblings-Verse-Radiosender Radio Infinity. Diesen Sonntag gibt es um 15 Uhr die Verse-Premiere des dritten Teils der zweiten Staffel Cargo Man. Nick Catego gelangt auf seinem spannenden Cargo-Run auf die Rune Station. Das solltet ihr nicht verpassen. Außerdem startet am 1. Mai pünktlich zum ersten Geburtstag des Senders der neue Sendeplan auf Radio Infinity. Dazu gibt es wahlweise um 13 oder auch um 16 Uhr für alle Hörer und Hörerinnen sowie Fans des deutschen Star Citizen Roleplay Radiosenders eine Geburtstagsshow, die Einblicke in die Arbeit des Senders und den neuen Sendeplan gibt. Also schreibt euch das hinter die Ohren. Mehr zum Geburtstag, den neuen Sendungen und den nagelneuen Sendeplan gibt es in Kürze auf www.sternenwanderer.org. An dieser Stelle auch nochmal von mir ein herzliches Dankeschön an das gesamte Team von Radio Infinity. Ihr macht hier wirklich einen exzellenten Job. Kommenden Montag, also jetzt diese Woche, der nächste Montag, der kommt, das ist damit gemeint, wird um 16 Uhr von mir ein kurzer, spontaner Teststream auf YouTube laufen, denn wir hatten ja das in der letzten Woche schon probiert und da hat es ja mit den Verlosungen nicht ganz geklappt. Jetzt habe ich noch ein bisschen rumgeschraubt. Ich denke, wir haben da jetzt eine ganz adäquate Lösung gefunden und mit den Verlosungen sollte das nun auch klappen und das werden wir dann Montag ab 16 Uhr, ich denke mal so für ungefähr 2 Stunden, dann mal testen, Freunde. Also wenn ihr dabei sein könnt, seid dabei. Wir quatschen so ein bisschen, gehen so ein bisschen ins Verse und verlosen so ein bisschen was. Na, einfach so ganz entspannt. Und dann sind wir für den nächsten Samstag. Da ist nämlich dann unser richtiger Livestream am 30. April. Um 20 Uhr geht es dann los. Sind wir dann fit. Ne? Und das sollte auch so sein. Und da freue ich mich schon drauf. Das wird richtig, richtig cool. Ja, wisst ihr Bescheid. So viel zu kurz und knackig. Was schauen wir uns noch an? Diese Woche war nicht wirklich viel los. Jared Huckabee ist auf Schusters Rappen unterwegs in der Welt und zieht von Amerika nach England, genauer gesagt nach Manchester. Und deswegen gibt es kein Inside Star Citizen. Gut, Inside Star Citizen macht eh noch Pause. Das sehen wir dann nächste Woche wieder. Aber es gab halt auch kein Star Citizen Live. Und es gab auch kein Roadmap-Update und sonst gab es irgendwie auch nichts und deswegen gibt es halt auch nicht viel. Aber dennoch gab es einen spannenden Spektrum-Eintrag zum Thema Gen 12 Renderer. Den habe ich euch mal ins Deutsche übersetzt, denn dann wissen wir so ein bisschen mehr, was kommt und warum was passiert und warum wir auf einmal im PTU so wahnsinnig gute FPS haben. Und dann gab es vor 2 Wochen, glaube ich, ein Star Citizen Live mit dem Actor-Feature-Team. Das wurde uns von unserem lieben geschätzten Korrespondenten Kahn ins Deutsche übersetzt. Das solltet ihr nicht verpassen, denn hier kamen einige spannende Fragen, die etwas Licht ins Dunkel unseres geliebten Universums brachten. Starten wir zunächst im Spektrum. Dort gab es einen Eintrag letzte Woche zum Thema Gen 12 Progress and Performance Improvements in 3.17. Der ein oder andere von euch, dem wird es wahrscheinlich schon aufgefallen sein, dass in der 3.17 an der einen oder anderen Stelle die Performance besonders gut ist. Und darauf zielt so ein bisschen dieser Eintrag ab, denn die Entwicklung geht weiter und hier sind jetzt die ersten Schritte vom Gen 12 Renderer im Spiel. Und was bedeutet das? An dieser Stelle auch nochmal ganz kurz eingeworfen, ich bin hier nicht der Experte, was die ganzen technischen Sachen im Hintergrund betreffen und ich bin auch kein Spieleentwickler und sonst irgendwas, deswegen kann ich euch nicht wirklich sagen, was der Gen 12 Renderer macht, was ein Render-Thread oder ein Main-Thread ist oder sonstige Fachbegriffe in meinen Augen, die hier später noch auftauchen werden. Da ist ja meistens dann unser lieber und geschätzter Kollege
Castro Sam für da, dass er uns diese Sachen erklärt. Und das hat er sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch schon gemacht. Deswegen ist dieser Text wahrscheinlich nur für die Halt-Nerds unter uns so ein bisschen fast verständlich, aber nicht komplett. Aber ich dachte, ich übersetze euch den auf jeden Fall trotzdem mal, denn das ein oder andere wird dann doch schon klar und vor allen Dingen auch die Quintessenz des Textes wird, denke ich mal, jedem klar werden. Hallihallo zusammen, es ist Zeit für ein weiteres Update zu Gen 12, da sich hinter den Kulissen viele spannende Dinge ereignet haben und wir in der Community viele Stimmen zu den jüngsten Leistungsverbesserungen gehört haben. Nun mag sich der eine oder andere denken, warum ein weiteres Update, da gab es doch noch keins, doch es gab schon mal eins und zwar genau ungefähr vor einem Jahr am 6. Mai 2021, das möchte ich dann euch später im Laufe dieses Beitrags dann auch noch gerne übersetzen. So habt ihr dann da auch das komplett zusammen. Ich bin stolz zu verkünden, dass unser erster großer Meilenstein mit Gen 12 in 3.17 erreicht wurde. Das bedeutet, dass all unsere statischen, nicht transparenten Geometrien, also alle Anstriche wie Texturen etc. und alle Objekte, die auf Planeten und Asteroiden verstreut sind, jetzt durch Gen 12 laufen, was die Render-Thread, kurz gesagt RT, Leistung für diese Art von Objekten mehr als verdoppelt. Bevor ihr aber komplett ausrastet, haltet kurz den Atem an, denn das bedeutet im Moment noch nichts in Bezug auf mehr FPS. Interne Messungen haben ergeben, dass wir durch den Render-Thread nur selten an die CPU gebunden sind. Letztendlich bedeutet das, dass ein schnellerer Render-Thread in den meisten Fällen keine Auswirkungen auf die Gesamt-Framerate hat. Es hängt auch jeweils von der CPU-GPU-Kombination ab. Gen 12 macht es jedoch so gut wie unmöglich, jemals wieder durch den Render-Thread begrenzt zu werden, was bedeutet, dass sich jedes einzelne Stückchen Leistungsverbesserung im Main-Thread in Klammern MT direkt auf die FPS auswirkt, solange man nicht GPU-gebunden ist. Dies ist etwas, was viele von euch bereits in unserem neuesten 3.17 PTU-Patch beobachten konnten. Ich glaube sogar, dass wenn Gen 12 irgendwann mal online geht zu 100%, dass es gar keinen Render-Thread mehr gibt, meine ich mal, irgendwo gelesen zu haben. Die Leistungsverbesserungen, die ihr seht, stammen von Christopher Bolt oder Bolte. Das ist, glaube ich, der Sohn von der Witwe, ihr wisst schon. Der einige wichtige Verbesserungen im Entity-Centric System, im Zone-Host-Update und eine Menge anderer Dinge, die die Main-Thread-Performance erheblich verbessern, vorgenommen hat. Hier sind weitere Gen 12 Updates. Intern durchlaufen alle Render-Proxys wie Schiffe, Charaktere und Planeten bereits die Gen 12 Pipeline. Sie haben es nicht bis zu 3.17 geschafft, werden aber für den nächsten großen Patch, also die 3.18, bereit sein. Wir haben gehört, dass viele Schiffe auf dem Bildschirm dazu neigen, die Render-Thread stark beanspruchen, sodass Schiffstreffen und ähnliches große Vorteile haben könnten. In Klammern wäre nett, wenn jemand das mal testen könnte. Ich denke mal, hier ist mit gemeint, dass wenn viele Schiffe zusammenkommen und ballern und auseinanderfliegen, dass das dann wirklich einfach viel besser sein sollte. Ich denke mal, spätestens zu einem Ninetales-Event oder Xeno-Thread werden wir das Ganze dann rausfinden. Zusammen natürlich auch noch mit dem ganzen Deasing-Problem, was ja nebenbei ebenfalls noch gerade getestet und ausgemerzt wird. Wir sind auch dabei, Gen 12 für Cube Maps und RTTs, das heißt so viel wie Render to Texture, einzuschalten, wodurch wir eine Menge Legacy Code löschen können. Ja, das ist auch immer gut, dieser Legacy Code, das ist halt das, was letztendlich den ganzen Code vollmüllt und dafür sorgt, dass wir sehr, sehr schlechte Performance haben. Das ist meistens in der Entwicklung drinne und wird dann mit dem Beta und dann später mit dem Live-Release dann rausgelöscht und somit bekommen wir auch da nochmal einen sehr guten Performance-Schub. Ne, so kenne ich das zumindest von anderen Spieleentwicklungen. Einige Dinge müssen allerdings noch portiert werden, wie zum Beispiel die Planetenatmosphären, GPU-Skinning und Gas-Cloud-Renderings, die aber bald alle folgen werden. Die Arbeit an transparenten Geometrien wurde begonnen. Dies ist der letzte große Meilenstein, den wir noch abschließen müssen. Alles in allem sieht Gen 12 im Moment sehr, sehr vielversprechend aus. Die Render-Thread-Leistung ist mehr als doppelt so gut und wir sind fast mit allem fertig. Wie ich in meinem letzten Beitrag erklärt habe, sind nach Gen 12 noch
tonnenweise andere Verbesserungen geplant, die uns noch mehr Leistung bringen werden und natürlich noch Vulcan. Das ist ja auch noch eine Sache, da warten wir auch noch drauf. Und noch eine Sache, durch das gemischte Rendering von Legency plus Gen 12, also den Legency-Code und dem Render-Thread plus Gen 12, muss die Engine im Moment beide Rendering-Codes durchlaufen, was die Main-Thread-Performance etwas verringert. Sobald die transparente Geometrie portiert ist, müssen wir das nicht mehr tun und wir werden das volle Potenzial von Gen 12 sehen. Bis dahin bleibt dran und fliegt sicher. Ja, so viel zu diesem Eintrag. Dann sagte ich ja gerade und wurde ja auch gerade nochmal erwähnt, gab es noch einen früheren Eintrag vom 6. Mai, ungefähr vor einem Jahr. Und hier schrieb derjenige hier von Cloud Imperium Games, der auch diesen Beitrag verfasst hat, Folgendes. Im Moment nutzen wir bereits alle Kerne aus. Allerdings gibt es zwei Threads, Main Thread und Render Thread, die eine sehr hohe Auslastung haben, je nachdem, wo man sich im Spiel befindet. In Umgebungen mit vielen Draw-Calls wie Lorville oder New Babbage etc. wird das Spiel meist durch den Render-Thread ausgebremst. Draw-Calls, das kann man schwierig übersetzen. Ich glaube, da ist mit gemeint viele Entitäten, viele Items, viele Texturen. Ne, das sind alles Draw-Calls und das sorgt natürlich dafür, dass viel gerendert werden muss und dass die Performance dadurch halt in den Keller geht. Ne, so würde ich das jetzt mal frei übersetzen. Dies ist im Moment ein ziemliches Problem und auch der Hauptgrund, warum das Spiel an großen Orten so langsam ist und warum eine maximale Single-Thread-Leistung für Star Citizen immer noch so wichtig ist. Gen 12 im Zusammenhang mit Vulcan wird dies massiv verbessern. Der erste Schritt in eine bessere Zukunft wird der neue Gen 12 Renderer sein, der die Leistung durch die verbesserte Render-Thread-Performance bereits stark verbessern wird. Beginnend mit 3.14 werden wir Teile von Gen 12 langsam ausrollen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das damals wirklich mit der 3.14 schon passiert ist oder ob das jetzt erst mit der 3.17 kommt, denn so wie ich das hier gelesen habe, also den Beitrag, den wir uns gerade davor angesehen haben, ist das jetzt erst mit der 3.17 passiert. Aber, ne, keine Ahnung. Die großen Leistungsverbesserungen werden wir jedoch erst erkennen, wenn alles vollständig umgestellt ist. Insbesondere, wenn wir Gen 12 Szenen-Renderings aktivieren. Ne, hatten wir ja gerade schon gelesen. Der letzte Schritt ist hier die transparenten Geometrie, ne, also die transparente Geometrie. Und darauf müssen wir natürlich noch warten. Und dann wird das Ding auch hundertprozentig online geschaltet. Und die ganzen anderen Geschichten sind dann raus und die Leistung wird dann besser. Parallel dazu arbeiten wir an Vulcan Backend, das ebenfalls sehr gut vorankommt. Es ist zu erwarten, dass wir Vulcan ausrollen können, kurz nachdem der vollständige Gen 12 Renderer funktioniert. Sobald das geschehen ist, werden wir die Parallelisierung des gesamten Szenenrenderings noch einmal vorantreiben und letztendlich den gesamten Render-Thread beseitigen. Ja, dann war da meine Vermutung richtig, wahrscheinlich hatte ich das auch gelesen, dass hier wirklich dann der Render-Thread anscheinend komplett raus ist, wenn Gen 12 zu 100% funktioniert. Wenn das geschehen ist, wird das Rendering alle verfügbaren Kerne so gut wie möglich ausnutzen und wir sollten keine Engpässe mehr durch das Rendering haben. Ja, Freunde, das klingt alles wirklich sehr, sehr gut und das erklärt auch, warum wir jetzt zum Beispiel, wenn wir in Gegenden sind, wo viele Drawcalls, sag ich jetzt mal, auftauchen, viele Items sind, wenn viele Schiffe unterwegs sind, wenn viele Explosionen sind, wenn einfach mega viel gerendert werden muss, dass dann auch die Performance in den Keller geht und hiermit sollte dann Schluss sein, wenn Gen 12 plus Vulcan dann irgendwann oder Vulkan dann irgendwann online geht. Ja, klingt für mich erstmal sehr, sehr gut und plausibel. Kommen wir als nächstes und letztes zu unserer Übersetzung des Q&As vom Actor Feature Team aus dem Star Citizen Live mit Jared Huckabee, der mittlerweile nach England gezogen ist, beziehungsweise das gerade macht. Deswegen gibt es halt unter anderem auch diese Woche kein Star Citizen Live. Das Ganze wurde uns natürlich wieder durch unseren lieben und geschätzten Kollegen und Korrespondenten Kahn ins Deutsche übersetzt. Ich danke dir, Sitko, und begrüße euch zu einer neuen Folge Star Citizen Live, heute mit dem Thema Actor Feature Team Q&A. Also frei übersetzt die Schauspielerfunktion im Spiel. Was wir hiermit gemeint, natürlich meinen wir nicht die Schauspieler im Spiel, sondern wir reden über unsere Figuren, unsere Charts, die wir uns erstellt haben, im Spiel. Gastgeber dieser Episode ist Community Content Manager Jared Huckabee und als Gast dabei ist Character Art Director Jeremiah Lee. Hier habe ich heute 27 Fragen und Antworten für euch. Legen wir also los. Frage Nummer 1.
Was könnt ihr uns über das Holster sagen? Und das hatte Sitko ja in der letzten Folge schon ein bisschen angesprochen. Wie wäre es denn, wenn wir unsere Privatklamotten tragen und dazu ein Holster? Sozusagen wie Han Solo in Star Wars? Ja, schauen wir doch mal. Und sie sagen hier auch ganz klar, dass es etwas, was in der Zukunft auf jeden Fall gemacht werden soll, weil es sie sich auf lange Zeit überhaupt nicht vorstellen können oder ich mir persönlich auch nicht vorstellen kann, dass man als Spieler die ganze Zeit in seinem Raumanzug durch die Gegend rennen möchte, sondern sich natürlich auch die Kleidung anpasst oder seine Kleidung so trägt, wie man das gerne möchte. Und hier ist dann nicht nur von dem Holster die Rede, sondern auch Möglichkeiten, ja, andere gewisse Schutzvorrichtungen an seine Kleidung anzubringen. Also quasi zusätzlich zum Holster vielleicht noch eine Brustplatte, die einen schützt, oder ein paar Beinschoner. Ja, so ein Mischmasch aus normaler Kleidung und einer Rüstung. Wobei hier natürlich auch das Holster und die dazugehörige Waffe zählen. Das Ganze soll am Ende natürlich auch gut aussehen, ne? Und dann sollen auch die Animationen dazu passen. Und das hatten sie ja auch schon angesprochen. Ich glaube, daran hapert es am meisten mit der Animation, dass dann auf das Asset der Kleidung dieses andere drauf gebappt werden muss und das muss dann zusammen gut funktionieren. Und daran scheitert es, denke ich, zurzeit noch. Oder was heißt, denke ich, daran scheitert es und das müssen sie ausarbeiten. Und wenn dem dann soweit ist, dann können wir alle als Han Solo durch die Gegend rennen. Frage Nummer 2. Wieso gibt es keine neuen FPS-Waffen im Spiel? Das liegt hauptsächlich daran, dass sie den Spielern eine gute Basisauswahl an Waffen bieten möchten und sie denken, dass die Auswahl im Spiel schon reichlich ist oder ziemlich groß. Natürlich kennen sie auch die Fragen und die Wünsche der Community zu speziellen Waffen und es wird in Zukunft auch Neues in der Hinsicht erscheinen. Aber wie soll es auch anders sein, sie sind zurzeit wirklich sehr auf Squadron 42 fokussiert. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, das habe ich in den letzten Q&As sehr, sehr oft gehört, also ich freue mich so drauf und ich denke so oft, wie die jetzt schon gesagt haben, sie sind auf Squadron 42 fokussiert, vielleicht haben wir dieses Spiel dann doch schon schneller als wir denken, wäre doch ganz geil. Wir werden sehen. Frage Nummer 3. Was ist mit der Ultiflex Armbrust Novia? Ja, und jetzt mal vorweg. Dabei handelt es sich um eine Armbrust, die jetzt halt wirklich zurzeit speziell für Squadron 42 entwickelt wird. Ich kenne auch nicht Näheres, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, man findet nicht so viel, aber ja, es wird wahrscheinlich ein interessantes Teil werden. Sie sagen jetzt hier, das ist auch eine ganz spezielle Waffe, bei denen auch noch der technische Hintergrund ausgebaut werden muss. Also wann auch immer und wie auch immer, das Ding ist noch nicht fertig, das gibt es nur auf dem Papier, aber irgendwann werden wir die Armbrust bekommen. Wahrscheinlich erstmal im Squadron 42, bevor sie dann auch ins Verse kommt. Frage Nummer 4. Besteht die Möglichkeit, einen Trolley wieder aufzustellen, wenn dieser umgekippt ist? Ja, und scheinbar scheint das schon ein paar Mal passiert zu sein, wenn die Frage gestellt wird. Ich kenne es noch nicht, aber sie sagen, dass sie auf jeden Fall Trolleys haben möchten, die wieder aufgestellt werden können, wenn sie dann mal umfallen. Also keine Panik, ihr könnt euren Koffer wieder hochnehmen. Frage Nummer 5. Wie sieht es mit einem Rucksack aus, der keine Panzerung benötigt? Ja, und hier ist die Panzerung nicht auf den Rucksack bezogen, sondern ihr müsst ja eigentlich, wenn ihr einen Rucksack tragt, immer irgendwie eine Panzerung anhaben oder zumindest so einen fetten Undersuit wie die Novikov oder die Pembroke. Und ja, sie reden also, sie möchten halt gerne einen Rucksack haben für die normalen Klamotten. Wie die Frage zuvor oder Fragen zuvor mit dem Holster auf die Privatklamotten. Und hier ist die Antwort wirklich genau das gleiche. Das ist, sie sagen auch, das geht wirklich in die ähnliche Richtung wie beim Holster. Also das ist die funktionelle Kleidung im Spiel. Und da es zurzeit noch nicht gut aussieht oder es noch nicht so gut funktioniert, muss auch hier noch die technische Basis geschaffen werden, dass das Ganze am Körper auch miteinander funzt. Ne? Wie beim Holster. Frage Nummer 6. Ja, und gibt es eine Priorität bei Fallschirmen? Und jetzt mal vorweg, ich finde das lustig. Es gibt immer so einen schönen Schleudersitz. Ich meine, wenn wir im All unterwegs sind mit dem Schleudersitz, feine Sache. Da können wir dann zu einem anderen Schiff EVA, nur wir werden aufgesammelt. Aber was machen wir denn in der Atmosphäre, wenn wir unseren Schleudersitz ziehen? Ja, dann können wir auch mit dem Flugzeug abstürzen oder mit dem Raumschiff, weil, naja, ob du mit dem Schleudersitz auf dem Boden schepperst oder mit deinem Schiff, ihr wisst, was ich meine. Sie sagen hier, dass es eine interessante Sache ist mit den Fallschirmen und sie wissen, dass es etwas ist, was sich die Community wünscht. Nur ist es zurzeit noch nicht so, dass es ganz oben auf der Liste steht. Ja, heißt für mich, es wird auf jeden Fall was kommen und es muss auch was kommen, wenn wir jetzt mal auf den Schleudersitz zurücksehen oder wenn wir aus irgendwas abspringen müssen, weil, naja, warum auch nicht, ne? Frage Nummer 7. Wie ist die Funktion des FPS-Scans? Ja, hier ist es so, dass die Funktion ähnlich wie bei den Schiffen sein wird. Der einzige Unterschied hier besteht bei der aktiven und passiven Wahrnehmung. Als Beispiel würde man einen Schuss hören, wäre das eine passive Wahrnehmung, während man jetzt nach einer Wärmestrahlung aktiv suchen müsste. Natürlich möchten sie ebenso, dass man zu einem gewissen Grad auch optisch Sachen erkennen sollte. Hier natürlich auch von der Nähe und von der Ferne aus.
Jetzt mal bezogen auf den FPS-Kampf, ob der Gegenüber wirklich verletzt ist, also blutend am Boden liegt, oder was er bei sich trägt, was trägt er für eine Rüstung, was für eine Knarre hat er, damit ihr euch auf den Angriff quasi vorbereiten könnt. Ja, hört sich doch cool an. Frage Nummer 8. Wie sieht es aus, wenn man beim FPS-Scannen keinen Helm trägt? Es wird in Zukunft unterstützendes Zubehör geben, aber zurzeit ist es wirklich noch so, dass der Helm genau das ist, was ihr haben müsst, um FPS-Scanning durchzuführen. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich stelle mir da so eine Art Visor vor, den du auf dem Kopf hast, um dann irgendwie, naja, vielleicht auf einem Auge irgendwas zu scannen und sowas. Wird bestimmt eine interessante Geschichte, wenn es denn dann kommt. Frage Nummer 9. Und wir bleiben beim Scannen. Wie sieht es nämlich mit Scannen aus von sammelbaren Gegenständen im Spiel? Und das ist auch kurz und knackig die Antwort. Das wird mit dem FPS-Scanning natürlich auch möglich sein. Wie gesagt, es ist so ein bisschen wie das Scannen mit dem Schiff. Alles, was ihr so in der Nähe habt, könnt ihr scannen. Wäre natürlich dann ganz geil, wenn man sich das einstellen könnte, nachdem man sucht, ne? Nicht, dass man diese Massen an Informationen bekommt von Gegenständen, die man eigentlich gar nicht haben möchte, sondern man sagt, man sucht nach dem und dem. Man stellt das in seinem Gerätchen da ein und dann wird einem auch nur das angezeigt. Das würde ich mir auch fürs Raumschiff wünschen. Wird bestimmt irgendwann kommen. Frage Nummer 10. Eine ziemlich lustige Frage. Wie sieht es mit den Toiletten aus? Ist das nur noch eine obligatorische Voraussetzung oder müssen wir diese quasi noch benutzen? Also es ist, wie es jetzt ist. Die Dinger werden funktionieren, ohne dass die Charaktere sie auch benutzen müssen. Hier ist dann wirklich das Rollenspiel angedacht, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also es gibt ja Leute, die im Spiel wirklich Rollenspiele machen und da ist die Toilette halt Pflichtprogramm. Natürlich können Sie sich auch vorstellen, dass die NPCs im Spiel auf die Toilette reagieren werden. Also das heißt, man wird sehen, wie die Jungs halt da reingehen. Ich hoffe, die Tür zumachen bei ihrem Geschäft und dann wieder rauskommen mit einem erleichterten Gesicht. Mal schauen, vielleicht wird auch noch ein entsprechender Kommentar von den Jungs kommen. Also sowas wie, 10 Kilo leichter. Wobei, das hatten wir ja, Sitko, ne? Das wollten wir ja machen. Sobald das kommt und die Toiletten mit der Wasserversorgung im Schiff und wir haben da 20 Toiletten, dann werden wir alle mal auf eine Toilette gehen und dann schauen, wie die Wasserversorgung im Schiff noch funktioniert. Lustige Geschichte. Frage Nummer 11. Werden wir die Möglichkeit haben, wie bei Feuerwehrmännern Personen auch auf der Schulter tragen zu können? Ja, und das wird kommen. Aktuell können sie uns aber noch nicht viel sagen. Ist ja ähnlich wie das Ziehen von Leuten oder von Verletzten. Nur, dass wir sie dann halt über die Schulter werfen und durch die Gegend rennen. Das wird wahrscheinlich dann auf jeden Fall kommen. Ne? Frage Nummer 12. Ha. Und jetzt geht's ein bisschen an die SM-Fetischisten unter euch. Was ist mit Fesseln? Ja, und der liebe Chris möchte das gerne haben und das soll es in Zukunft natürlich auch geben, weil wenn der Chris was will, ihr wisst, wie das ist, dann kriegen wir das, aber sie müssen daran noch arbeiten. Also ihr könnt euch irgendwann fesseln und, naja, eure Gefangenen mit euch rumlaufen lassen. Da gab es ja auch das geile Video, ne, mit der zur Starrunner, wo die nette Dame die andere mit diesen komischen Handschellen da, die auf Sprachsteuerung reagieren, gefesselt hat. Natürlich könnt ihr mit den Fesseln auch machen, was ihr möchtet. Den Gedanken, den spinnt ihr jetzt mal alleine weiter. Frage Nummer 13. Welche verschiedenen Arten von Waffenaufsätzen sind im Spiel geplant? In Zukunft wird es auf jeden Fall neue Arten von Aufsätzen geben. Hier wird aber ganz klar darauf geachtet, dass durch die Benutzung des Zubehörs auch die Waffe anders sich verhält, quasi im Kampf. Aber auch hier ist die technische Umsetzung noch nicht so weit, dass sie so viel ins Spiel implementieren können. Aber es wird dauern und es wird kommen. Und ist ganz logisch, natürlich, wenn ihr euch Aufsätze auf die Waffe macht, ist es ein Schalldämpfer, ist der Schuss leiser, aber er ist nicht mehr so stark, habt ihr ein Zielfernrohr, naja, ihr kennt das Spiel. Frage Nummer 14. Und eine sehr geile, interessante Frage, würde mich auch mal interessieren. Wird es in Zukunft so sein, dass wir Kleidungs- oder Rüstungssets abspeichern können, damit wir sich immer wieder neu ausrüsten müssen? Also fände ich ziemlich geil, ne? Wenn ihr dann irgendwo so ein paar Slots habt, wo ihr sagt, hier, das möchte ich jetzt mit einem Schwupps anziehen. Hatten wir jetzt im Spiel auch. Es war ja so, wenn ihr ein Undersuit angezogen habt und ihr habt die Rüstung da drauf gehabt und ihr habt den Undersuit an sich ausgezogen und später wieder angezogen, war diese Rüstung, die ihr auf diesem Undersuit gespeichert habt oder zuletzt getragen habt, auch wieder komplett am Charakter ausgerüstet. Und es soll hier auch wirklich so werden, dass man an seinen Kleiderschrank geht und dort die gewünschte Kleidung und Ausrüstung festlegen kann, um sie schneller auszustatten. Also es wird auf jeden Fall so eine Art vorgegebenes System geben, damit ihr nicht wirklich jedes Ding gleich einzeln, sondern dass ihr so gewisse Sets habt, die ihr vielleicht auch benennen könnt. Wir werden sehen. Frage Nummer 15. Und das ist jetzt ein bisschen was ganz anderes. Wie sieht es aus mit der Nahrungsaufnahme? Werden wir die Möglichkeit haben, auch Nahrung aufzunehmen, ohne den Helm abzusetzen und dabei zu sterben? Hierüber haben sie wirklich noch gar nicht gesprochen, sagen sie. Aber sie können sich das Ganze so vorstellen, dass der Anzug ähnlich wie ein Schiff in ein System ist quasi.
das dem Spieler die Möglichkeit bietet, gewisse Sachen zu machen, ohne sofort zu sterben. In dem Fall jetzt auf die Nahrungsaufnahme bezogen. Nur ist dieses Thema im Detail noch nicht besprochen worden. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil es gibt es ja auch im Real Life, so Rennfahrer oder so weiter, die so eine Art Schlauch drin haben, wo man ja zumindest Flüssigkeiten zu sich nehmen kann während des Rennens. Ja, und vielleicht einfach flüssig Nahrung, vielleicht auch ein bisschen so wie bei Dune, ihr kennt die Fremenanzüge. So ein Ding ist doch top, also wird kommen. Frage Nummer 16. Gibt es einen Plan, den Helm abnehmen zu können, ohne das Inventar jedes Mal aufzurufen? Und ja, sie sind hier bereits am Testen und am Ausprobieren. Sie könnten sich natürlich die Möglichkeit vorstellen, den Helm dann unterm Arm zu tragen oder vielleicht an einem Clip an der Hüfte zu befestigen. Ja, und auch das hatten wir. Das war jetzt wie mit den Rüstungssets auf den Undersuits. Wir hatten ja früher die Möglichkeit, also wir hatten uns das immer auf die Taste H gelegt für Helm. Das musstest du da in Optionen belegen und dann hat er den Helm ja immer schön abgenommen. Das gibt es ja seit dem neuen Inventar nicht mehr. Wäre schön, wenn das wieder kommt und, naja, wie sie sagen, wird kommen. Frage Nummer 17. Wie sieht es mit der EVA Version 2 aus? Was können Sie uns darüber sagen? Zum Beispiel über das Ziehen und Drücken und die Mechanik in der Schwerelosigkeit. Und wird es eine entkoppelte EVA geben? Ja, und hier kann ich euch wirklich beruhigen. Sie sind bereits daran am Arbeiten. Ganz große Neuerung wird sein, dass man im EVA auch Treibstoff benötigen wird. Hier soll dann wirklich der Spieler mehr die Ziehen- und Drückenmechanik benutzen, um den Treibstoff im Anzug auch zu sparen. Es soll wirklich wie in der Realität möglich sein, sich in der Schwerelosigkeit an der Oberfläche entlang zu ziehen. Und es wird eine Art Mischung aus gekoppeltem und entkoppeltem EVA-Modus geben, um dem Spieler auch wirklich mehrere Möglichkeiten zu geben, im EVA zu fliegen, sich umsehen zu können und so weiter. Ja, finde ich geil, ne? Also, warum auch nicht? Das sieht man ja immer ein bisschen, wenn die Jungs da oben an der ISS rummachen, wie sie sich durch die Schwerelosigkeit ziehen, ohne dass sie dabei ihren Treibstoff verbrauchen. Und auch, dass der Treibstoff im EVA-Modus kommt, weil so gesehen könntet ihr ja theoretisch von der einen zur anderen Galaxie zum Galaxieende durch EVA, wird das so, glaube ich, anderthalb Jahre dauern. Keine Ahnung. Aber irgendwann wird der Sprit halt alle sein und dann könnt ihr ja eine Starfarer anfunken, dass er euch wieder auftankt. Muss man nur halt dann schauen, wo man den Tankrüssel, egal. Frage Nummer 18. Werden die holographischen und Rotpunktvisiere auch die richtige Parallaxenkorrektur erhalten? Und auch das steht auf der Liste. Es ist nur zurzeit nicht auf der obersten Prioritätsstufe, das heißt, es dauert noch. Ja, und für alle, die es jetzt wirklich noch nicht so genau wissen, was die Parallaxenhilfe oder die Parallaxenkorrektur ist, das ist, wenn ihr im Ziel oder wenn ihr durchs Zielfernrohr ein Ziel anvisiert und euch darauf fest, das Ziel fokussiert sich darauf, egal welche, ihr lauft dann und bewegt euer Gewehr nach oben, nach unten, ihr bleibt dann aber irgendwie immer auf diesem Ziel fest. Das gibt es im Panzer bei der Bundeswehr, der neue Leopardpanzer macht das so, der fährt durch über Stock und Stein und wenn ihr euch das anguckt, das Rohr bleibt immer waagerecht auf das Ziel ausgerichtet. Ja, und das ist damit gemeint. Frage Nummer 19. Wie sieht es mit den nicht tödlichen Waffen aus? Gibt es dazu ein Update? Und hier kommen wir wieder mit dem Squadron 42 Fokus. Die Antwort ist so ein bisschen wie die anderen. Es gibt noch kein Datum, wann die ersten Waffen den Weg wirklich ins Spiel finden werden, denn die Jungs basteln an Squadron 42. Aber wir können uns beruhigen, spätestens wenn das Kopfgeld-Gameplay oder der Kopfgeldjäger-Gameplay richtig ins Spiel kommt, der Beruf, dann sind die Waffen auch mit dabei. Müsste man erstmal auf die Roadmap gucken, die es ja eigentlich so nicht mehr gibt, wann denn wirklich das Kopfgeld, also das Bounty Hunting Gameplay kommt. Ja, und dann habt ihr die nicht tödlichen Waffen dabei, sowas wie, naja, Elektroschocks, diese Taser oder vielleicht, ja, einfach ein Schlagstock, irgendwie sowas. Wir werden sehen. Frage Nummer 20. Wie ist der Stand der Dinge der Madgun im Spiel? Sind sie mit dem Automatikmodus zufrieden? Und hier ist es wirklich so, dass das Medizin-Gameplay, also das Medic-Gameplay noch in den Kinderschuhen steckt und dass es da auch noch viel zu tun gibt. Aber sie können auf jeden Fall sagen, dass es in Zukunft daran gearbeitet wird und auch dahingehend Veränderungen kommen. Ja, und ihr kennt das, wenn ein neues Gameplay ins Spiel kommt, dann ist das erstmal ganz easy peasy, ne? Und dann wird das immer peu à peu erweitert und verbessert und auf die Community gehört und so wird es auch mit der Madgun sein. Also wird besser. Frage Nummer 21. Und wir bleiben beim medizinischen Gameplay, nämlich die Frage, was wird als nächstes im medizinischen Gameplay im Spiel eingeführt? Ja, und hier ist wirklich angedacht, dass sie Kosten für die Nutzung von Medbeds zur Regenerierung einführen möchten. Das heißt, ihr könnt da nicht mehr für Umme liegen, ne? Ihr müsst dann ein bisschen was latzen und dann vielleicht sogar nur mal schauen, was es für Medbeds gibt. Ne? Wenn es so ein bisschen das Standard- und das High-End-Gerät gibt, wird es vielleicht auch dahingehend variieren. Zudem möchten sie auch mehrere Medikamente ins Spiel bringen, die gewisse Eigenschaften verbessern oder sich halt auf die Verletzungen auswirken. Oder die Verletzungen, das heißt Auswirkungen verringern. Und es soll kommen, auch lustig, dass es bei einem zu hohen Konsum negative Auswirkungen haben könnte. Also ihr werdet dann wahrscheinlich auch süchtig werden
von dem ganzen Zeug. Wenn ihr euch zu viel Morphium reinknallt oder solche Geschichten, dann wird der Charakter da gewisse Anzeichen im Spiel zeigen. Und dann seid ihr ein bisschen, dann müsst ihr wieder zum Doc, aber diesmal in die andere Klinik, um davon wieder runterzukommen. Frage Nummer 22. Und jetzt wieder hin zu den Rüstungen. Gibt es oder wird es verschiedene Rüstungsspezialisierungen im Spiel geben? Ja, und das ist wirklich angedacht. Sie versuchen jetzt mehrere Variationen ins Spiel zu bringen, um Spezialisierungen möglich zu machen. Hier angedacht, dass eine Rüstung vielleicht mehr Taschen hat oder für sammelbare Gegenstände oder die Möglichkeiten, mehrere Medikamente mit sich zu tragen. Das Ganze muss dann noch mit den Rüstungskategorien kombiniert werden. Als Beispiel, wenn ihr ein Arzt auf dem Schlachtfeld seid, wird auch dieser eine schwere Rüstung tragen, weil wäre dumm, wenn nicht, ne? Und diese wird natürlich auch mehr Slots für Medikamente und Spritzen haben. Bezogen jetzt auf den Arzt, dass nur das Medic oder diese Medic-Rüstung halt für den Arzt gedacht ist, die schwere Kampfrüstung, wo ihr dann halt viel, viel mehr Medikamente mit euch rumschleppen könnt. Und das wird es wahrscheinlich auch in die anderen Richtungen oder in anderen Berufsfeldern auch geben. Geiler Scheiß. Frage Nummer 23. Und auch eine Frage zu einem Gameplay, auf das wir alle wirklich warten oder uns super freuen. Wie ist der Stand der Dinge im Salvage, also in der Bergungsmechanik? Und auch hier dran wird gerade gearbeitet. Natürlich wird es möglich sein, wie wir schon gesehen haben, die Hülle eines Schiffwracks mit dem Multitool auseinanderzubauen oder abzubauen und das gesammelte Material dann in sein eigenes Schiff zu bringen und das Schiff damit dann zu reparieren. Und auch hier besteht ja zurzeit die Herausforderung, wie bei allen Sachen oder Gameplays, die ins Spiel implementiert werden, nämlich die Umsetzung, der technische Unterbau. Und das wird noch etwas Zeit benötigen. Also das Salvaging wird kommen und das wird eine geile Geschichte werden, aber ich kann mir vorstellen, das ist so ein bisschen tricky, das alles so zu machen, wenn ihr die Teile dann aus den anderen Sachen rausschneidet und bei euch mit einbaut. Das ist schon ein bisschen Gameplay dahinter und das ist so ein bisschen was da irgendwie im Spiel programmiert werden muss. Ich freue mich drauf. Frage Nummer 24. Wie stellen Sie sich die Bergung von Schiffen bzw. deren Materialien vor, wenn sie sofort nach der Zerstörung verschwinden? Ja, und hier wird es so sein, dass das Schadenssystem erweitert wird, sodass man die Möglichkeit hat, die beschädigten Teile auch bergen zu können. Wäre ja blöd, wenn alles verschwindet, dann brauchen wir auch dieses Gameplay nicht. Natürlich werden die Sachen, ich kann mir das gut vorstellen, wenn dann so ein großes Schiff explodiert und das wird dann schon eine Zeit lang im All werden die Trümmer rumfliegen. Ihr müsst ja auch ein bisschen auf die Suche gehen mit eurer Reclaimer und nach Teilen im All scannen und dann werdet ihr sehen, oh, hier war gerade eine Schlacht und so weiter und dann sieht man, vielleicht funkt es auch noch aus den einigen Teilen und dann werdet ihr eine lange, lange Möglichkeit oder eine lange, lange Zeit die Möglichkeit haben, die Teile zu bergen. Frage Nummer 25. Und wir bleiben beim Bergen. Was können Sie über die Bergung von Bodenfahrzeugen sagen? Und hier ist es wirklich das Pendant zu den Raumfahrzeugen. Es wird auch dort möglich sein, Bergungen vorzunehmen, da auch die Bodenfahrzeuge das erweiterte Schadenssystem nutzen werden. Also gleich wie vorher. Frage Nummer 26 und die vorletzte Frage für heute. Wie sieht es mit dem Zustand des Inventarsystems aus? Seid ihr damit zufrieden? Und sie sagen jetzt, zurzeit ist es wirklich in einem guten Stand, auch wenn es noch Verbesserungen in der Benutzerfreundlichkeit geben wird. Des Weiteren möchten sie das Inventar der Schiffe halt erweitern, dass die Spieler auch die Möglichkeit haben, ihre Gegenstände zu hinterlegen. Aber man muss ganz klar sagen, es gibt noch viele Dinge, die erst physikalisiert werden müssen, da wie in allen Bereichen einfach sehr viel zusammenhängt und dass das ganze Gameplay auch funktioniert. Und ich finde das auch bestimmt cool, wenn wir dann wirklich jeden kleinen Gegenstand irgendwie sammeln können, ob er nur wichtig ist oder nicht, aber auf jeden Fall alles kann man in die Hand nehmen, alles kann man in seinen Schrank, in sein Fach, in seinen Rucksack, sonst wohin stecken. Geiler Scheiß. Und kommen wir zur letzten Frage für heute. Frage Nummer 27. Okay. Also heute sind die Fragen so ein bisschen, also man, ich weiß nicht, vorhin hat man das mit diesem, naja, ihr wisst schon, mit dieser SM-Geschichte, mit dem Fesseln und so weiter. Wer sich damit auskennt, kennen Sie den Begriff der Gefängnisgeldbörse oder der Knastbrieftasche? Ja, und die Antwort ist hier kurz und knackig, ja, davon haben Sie schon gehört. Und jetzt, für alle, die es nicht wissen, was die Gefängnisgeldbörse ist, da ihr ja im Gefängnis eigentlich nichts groß bei euch habt, wo ihr irgendwas drin verstauen könnt, als gewisse Öffnungen in eurem Körper. Ihr wisst, was ich meine. Denkt mal weiter. Okay, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich fand es wirklich eine interessante, lustige, aber auch sehr informative Sendung. Also mir hat es super Spaß gemacht. Ich finde es aber mal ganz geil, wenn man ein paar Witze macht und ein bisschen dabei lacht. Wo kämen wir denn dann hin, wenn wir nicht ein bisschen Spaß bei der ganzen Sache haben würden? Ne? So ein paar Gedanken. Ich meine, das ist ein Erwachsenenspiel, oder? Es werden ganz, ganz wenige U18er dabei sein. Und wir sind ja im Limit geblieben, ne? Muss ja auf YouTube auch noch veröffentlicht werden. Ja, wenn es euch gefallen hat, wir hören uns nächste Episode wieder. Bis dahin, bleibt mir ja schön gesund. Genießt dieses geile Wetter, was zurzeit ist. Habt eine schöne Woche im Verse
und wir hören uns wieder. Ich gebe zurück zur Sitco in die Marco. Bis bald. Ja, ganz herzlichen Dank, mein Lieber. Ich muss sagen, das war ein sehr, sehr interessantes und aufschlussreiches Q&A mit dem ACTA Feature Team. Ich finde auch solche Sachen wie die Info mit der Armbrust und so. Man überlegt halt immer so, was ist mit der Armbrust? Ja, warum kommt die nicht? Es kann nicht so schwer sein. Aber man denkt nicht darüber nach. Klar, so ein Armbrustbolzen, der muss natürlich auch irgendwo stecken bleiben. Und der darf nicht in irgendwelchen Felsen verschwinden und auch nicht aus Bäumen irgendwie, dass der da durchfliegt, das muss stecken, das muss funktionieren. Dann gehe ich davon aus, dass es irgendwann auch die Möglichkeit gibt, so eine Art Seilbolzen zu schießen, wo wir dann uns irgendwo hochziehen oder runterlassen können. All solche Sachen, das bedenkt man halt immer nicht. Man denkt dann immer so eine Armbrust, der schießt, das ist halt wie eine Waffe, was ist da los? Ne? Ja, ich finde es super spannend und an der Stelle auch nochmal vielen Dank für die Übersetzung, mein Lieber. Und das war's auch schon mit den Verse News für diese Woche. Nächste Woche sollte das Inside Star Citizen dann wieder starten. Ich hoffe und ich gehe davon aus, es wird auch wieder einen Sprint Report geben. Dann gibt es wieder viele weitere Infos und die 3.17, wenn die live geht, dann werden auch ein paar Infos rauskommen, die ich euch geben kann. Zum Beispiel der Verkaufsstart der Hull A Flight Ready wird kommen. Dann wird es irgendwann Infos zur Invictus Launch Suite geben und so weiter und so fort. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Selbstverständlich. Morgen gibt es dann noch eine kleine Abenteuer-PTU-Folge von mir. Die könnt ihr euch ansehen. Die geht auch ein bisschen länger. Da war ich mal in einer Microtech-Höhle unterwegs und habe versucht, ich sage bewusst versucht, eine Leiche zu finden, die da irgendwo liegen sollte. Ich will nicht zu viel sagen. Freunde, guckt es euch an. Habt ein schönes Wochenende. Macht es gut. Und nicht vergessen, Montag 16 Uhr gibt es von mir noch einen kleinen Spontan-Stream. Der wird allerdings wahrscheinlich höchstens nur 2 Stunden gehen. Da möchte ich noch ein bisschen Sachen testen, wie zum Beispiel das Thema Giveaways. Das haben wir ja im letzten Teststream nicht hinbekommen. Ich denke, der Dacasco-Erik und ich, wir haben da eine ganz gute Lösung gefunden. Die müssen wir aber erstmal testen, bevor dann der richtige Stream am nächsten Samstagabend dann stattfinden wird. Freunde, also seid dabei, wenn ihr Zeit habt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht es gut. Tschüss.